Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von handyliga.de vorstellen. Das ist eine Internetseite, auf der man zum Beispiel Handys kaufen kann, Smartphones mit den passenden Verträgen. Aber in dieser mobilen Anwendung geht es hier nicht primär um das Kaufen, sondern es geht um alle Neuigkeiten, um Fotos, Veranstaltungen und natürlich auch die berühmten Gewinnspiele. Zusätzlich kann man hier auch noch Termine laden, diese finden, abrufen und sich hier grundlegend ein bisschen informieren. Also das Einkaufen funktioniert mit dieser mobilen Anwendung leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber das kann man natürlich auch so über den Browser durchführen am Computer oder im Safari-Browser. Aber trotzdem gibt es hier diese mobile Anwendung, die halt primär, wie erwähnt, für die Neuigkeiten zuständig ist. Und das schauen wir uns auch einfach mal an. Hier sind jetzt einige Neuheiten. Ganz interessant finde ich auch, dass das so ein bisschen in den Bereich News reingeht. Also Handy-News sage ich zum Beispiel mal hier jetzt eine Meldung vom Dienstag, 26. November. Und zwar hier eine recht interessante Meldung, wie ich finde, E-Plus mit LTE. Und falls einen das interessiert, kann man hier auch einfach mal reinschauen und findet dann hier bereits ab Januar war im Blog von E-Plus zu lesen. Volles Tempo E-Plus beim Netzausbau weiter vorne. Und was lesen wir da drin? Natürlich die weiteren Details, wie das Ganze sich demnächst entwickelt. Es gibt aber natürlich noch vieles mehr. Das geht in den Bereich Angebote, aber auch zum Beispiel Weihnachtsdeals und Specials. Also da ist einiges mit dabei. Es gibt dann hier im zweiten Tab die Möglichkeit, auf Bilder zurückzugreifen. Hier zum Beispiel vom Open Air Kino. Handyliga.de hat das regionale Open Air Kino. Im Odenwald gesponsert. Da gibt es natürlich Bilder von. Und auch hier vom Opening. Ich weiß jetzt nicht, wo es war, da habe ich mich noch nicht drüber informiert, aber dieses Kino habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen und da gibt es dann auch die jeweiligen Bilder hier ganz einfach direkt in der Anwendung, ohne dass man die irgendwie verlassen muss. Es gibt in der Mitte noch einen Kontakt und zwar kann man hier Fragen oder Anmerkungen direkt aus der App senden. Das ist natürlich ziemlich cool. Es gibt dann hier noch ein Impressum und Öffnungszeiten. Ja, und auch sonst noch Kontaktmöglichkeiten. Es gibt hier zusätzlich noch Einstellungen, denn das Ganze funktioniert auch per Push. Da kann man zum Beispiel aktuelle Nachrichten pushen lassen oder das dementsprechend natürlich auch ausschalten, falls einen das eben nicht mehr so interessiert. Das ist hier auf jeden Fall möglich. Und es gibt dann noch eine letzte Seite hier über diese App. Da gibt es dann noch ein bisschen was über die Programmierung, wer das Ganze umgesetzt hat und so weiter. Insgesamt geht es hier also wirklich primär um die Neuigkeiten, was ist so los in der Netzwelt, in der mobilen Welt, Handys, Smartphones und so weiter. Kaufen, wie gesagt, leider nicht möglich. Das muss dann weiterhin über die Internetseite geschehen. Aber ich denke, beim Handykauf muss man sich sowieso ein bisschen in Ruhe hinsetzen. Und da ist es ja ganz gut, wenn man das zu Hause gemütlich am Computer machen kann. Das war's aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.